Alles klar, haben wir jetzt ja, Missionen bekommen. Ach, hier stehen sie. Neue Erinnerung an Christina verfügbar. Das könnte man ja mal machen. Ja, hier natürlich gibt es dann Kurtisanengilde, so Aufgaben, die man machen kann. Da gucke ich aber im Moment nicht drauf. Später einmal. Gehen wir mal hier raus hier, machen das Cluster. Neue Kurtisanenmission freigeschaltet, auf die Karte nachsehen, um sie zu finden. Alles klar. Man kann jetzt auch Kurtisanen anwerben. Hier ist, wie gesagt, die... So. Hey, Desmond. Ja, komm, jetzt laber nicht. Ach ja, stimmt. Ich war gerade ein wenig abwesend. Cluster 3. Laden. Okay, weiter. Laden. Zugriff verweigert. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ungültige Koordinaten. Was denn, die Flagge? Ja, die Flagge war's. Ja, Passcode eingeben. Okay. Zugriff gewährt. Laden. Lade durch. 22. Juli 1944. Freunde, Machthaber, willkommen. Während ich hier vor euch spreche, beginnt mehrere Stockwerke unter uns eine stille Revolution. Rainey Olds und Henry Ford. Wie viele von euch wissen, gaben uns diese Gründer das Fließband. Das Gerät, welches wir benutzen, um sowohl die Indoktrinierten, die unseren Reichtum anbeten, Kapitalisten und Sklavenarbeiter zu kontrollieren. Aber ich träume von einer Zukunft, in der solche hässlichen Dinge nicht mehr nötig sein werden. 1910 entwarfen unsere Gründer den Plan. Nun ist es an uns, ihn zu verwirklichen. Doch was ist mit den Kommunisten, die das Brot so knapp machen wollen, dass alle hungern müssen? Es ist unsere Pflicht, sie und ihre Gefolge zu neutralisieren, retten. Wir müssen sicherstellen, dass sie essen, sich fortpflanzen, produktive Mitglieder der Gesellschaft bleiben. Es ist unsere Aufgabe und Last, die unter uns durch das Leben zu leiten, und wir müssen es annehmen, auch wenn das den Einsatz von Gewalt bedeutet. Sie selbst es nicht tun. H und S haben für das nötige Chaos und die nötige Angst gesorgt. Nun müssen wir umgehend handeln, damit die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Es wird so scheinen, als würden wir den Arbeitern Raum geben, wie bei der erfolgreichen List von Rockefeller und seinen Dimes, glaube ich. Aber schon bald wird es kein Land mehr geben, das nicht uns gehört. 1937 gründeten wir dann dieses Unternehmen, diese Organisation, zu einem Zweck. Nun ist es an uns, diesen Zweck zu erfüllen. Weiter geht's. Laden. Laden. Quarantänezone. Oh.
So. Quarantäne aufgehoben. Man wird noch nicht schlau daraus. Ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Ich hab's ja schon geschafft. Da ist die das Banner. 5 von 101, yes! Aber ich habe auch schon welche übersehen, zum Beispiel in den Hallen von Nero. Und den haben wir jetzt auch hier. Schön. Wie viel haben wir? Das ist natürlich nicht so geil. Natürlich muss man dann aufhören, eigentlich, wenn es am schönsten ist. Allerdings will ich jetzt noch nicht aufhören. Tja. Kann ich leider nicht ändern. Also sollen wir noch eine Mission, eine kleine Mission machen? Sollen wir noch eine kleine Mission machen? Eine kleine. Klitzeklein. Ich glaube, wir machen noch eine kleine Mission und dann eine Kurtisanen-Mission und dann höre ich auch schon auf. Ezio, ich unterhielt bayerische Gesandte letzte Nacht. Sie müssen mich betäubt haben. Doch wie? Wir tranken aus demselben Becher. Was dann geschah, weiß ich nicht mehr. Kommt, wir müssen sie finden. Der Morgen danach. Die Kurtisane wird die Männer identifizieren, die sie betäubt haben. Sie müssen bestraft werden. Volle Synchronisation, die Mission in weniger als 400 Sekunden beenden. What the fuck? Einfach weitergehen. Ja, okay. Willst du noch was reden? Ganz ruhig. Lass alles raus am besten. Vielleicht aufs Dach gehen oder so? Er war dabei. Was zeigst du mit dem Finger auf mich? Hä? Der konnte ja nix, Alter. Dieses Angebot geht mir nicht aus dem Kopf. Dieser Dieb, den ich erwähnte, er lud mich ein, bei Ihnen mitzumachen. Se vuoi andartene, mostrami le tasche. Da ist der, glaube ich, oder? Irgendwo da. Komm, sag's mir. Da ist er doch. Ihr habt mich betäubt. Was? Lasst mich sofort los! Ja.
ich folge dir, keine Sorge. Ich hoffe, du stirbst nicht, ja. Wahrscheinlich ist sie einfach nur übel. Hoffentlich steckst du mich nicht an. Im Büro der Beschwerdestelle des Vatikans zu melden. Schwere Verbrechen sind dagegen, einem Angehörigen der Stadtwache vorzutragen. Bitte beachtet, das Büro der Beschwerdestelle des Vatikans wurde auf unbestimmte... Was soll da? Lass mich sofort los! Komm. So, jetzt reden wir mit ihr. Grazie, Ezio. Mindestens zwei von denen waren letzte Nacht dabei. Buona fortuna. Und haltet euch vom Wein fern, Madonna. Ich verdrück mich besser. Das ist zu viel. Hier. Bitte, lasst mich hier drehen. Boah, der hat Medizin dabei, der Freund. So. Da hätten wir jetzt auch noch eine Kurtisanen-Mission hier gemacht. Das ist doch auch schön. So, dann speichern wir mal. Und dann will ich mich auch verabschieden. Wir haben viel geschafft in dieser guten Stunde. Oder sogar ein bisschen länger, in dieser einen längeren Stunde. Jedenfalls würde ich mich bedanken fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch ein Like und schreibt vielleicht noch einen Kommentar. Das wäre natürlich krass. Krass geil von euch. Ansonsten, wenn es euch noch gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Könnt ihr noch mehr von mir sehen. Außerdem noch seid ihr immer up to date. Wenn ich ein Video rausbringe, könnt ihr es direkt sehen in eurer Abo-Box, wenn sie nicht gerade verbuggt ist. Aber das ist ein anderes Thema. Und somit kann man sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.